Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen League of Legends Ranked. Oh, RIP. Gameplay. Da war meine Maus falsch positioniert. Und wir spielen heute gegen Rengar. Und jetzt hoffe ich natürlich sehr, dass er jetzt nicht zu mir kommt. Das wäre ein easy Kill für ihn. Okay, kommt nicht, ja. Ja, Rengar hatten wir, glaube ich, schon mal das Matchup. Da haben wir. Also, da habe ich so krank gefeedet. Das war nicht schön. Also, ich meine, ich habe selbst auch schon mal Rengar gespielt, aber das meinte ich jetzt nicht. Ich meinte, dass Rengar gegen mich mit Diana gespielt hat und mich quasi komplett aus dem Leben genommen hat. Weiß jetzt auch nicht, ob er invaded hat, weil mal wieder kein Wort gestellt wurde. Hoffen wir einfach mal, dass meine hohe Winrate ihn abschreckt und er sich nicht drauf einlässt. Aber ob das hinhaut, werden wir erst gleich sehen. Okay, dann auf Nummer sicher gehen, dass der hier nicht im Busch steht. Eine Katze im Busch. Eine Katze ist in die Busch. Okay. So far so nicht katzig. Ich weiß auch nicht, wo er angefangen hat, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich Red Buff. Also könnte sein, dass wir uns diesmal tatsächlich begegnen. Weil er braucht keinen Mana. Aber das ist eigentlich nicht mal der Grund, warum man mit dem Blue Buff meistens anfängt. Das ist ja eher so, oder warum man mit dem Buff von der Botlane anfängt. Also mit dem unteren ist es eigentlich einfach nur, dass der schneller geht und man schneller fertig ist. Mist. Oh. Ah, hey. Wow. Damn, das war irgendwie wesentlich schwieriger, als es hätte sein sollen. Ich dachte, der killt sie einfach, weil er schon so ultra low war. Aber das war aber nicht möglich. Aus Gründen. Heimerding habe ich auch keine guten Erfahrungen, was Ganks angeht. Ach du Scheiße. Wow. War mein Fehler? Ich meine, ich habe es literally angekündigt. Aber ich verstehe nicht, warum Vega mir nicht eher geholfen hat mit den Türmen. Ich meine, die sind halt so schnell kaputt am Anfang. Also wirklich. Das war jetzt schon ärgerlich. Schade. Oh, und Rengar hat den Kill bekommen, ey. RIP. Aber er hat doch Blue Buff dann angefangen, wenn er jetzt Toplane war. Und er war ultra langsam. Aber vielleicht hat er irgendwo gecampt mal eine Weile. Ja, ich. Wie gesagt, ich hab's angekündigt, aber es nervt mich halt so, weil es wäre halt. Ich werde niemals gestorben. Also erstens mal haben mich haben legit die Minions gekillt, muss man auch dazu sagen. Ich habe es noch nicht nachgeschaut, aber ich habe safe, wenn mich die Minions nicht die ganze Zeit angegriffen hätten, hätte ich safe auch überlebt. Weil ich hatte noch übelst viel Leben, als der mich ignited hat. Genau. Und ja, ich, wie gesagt, also er hätte, wenn er einfach sofort die Tower weil es waren zwei Tower, die so weit weg waren von Heimerdinger. Wenn Vega die instant zerstört hätte, dann hätte ich niemals so viel Damage bekommen. Ach du Scheiße. No! Alter, was ist das für ein Scheiß? Was ist das für ein Scheiß, Alter? Was ist das für ein Scheiß, Alter? Halt die Fresse, du Lappen. Ich bin sofort gekommen, Alter. Ja, aber ich checke ja den Helden nicht, also die Dingenskirchen.
Sie gibt dir ein Schild und du bist einfach unsterblich. Also literally unsterblich. Ah, der Typ ist immer noch da, war ja klar. Schaut euch das an! Alter, er kriegt einfach Sach 800.000 Millionen Millionen Lebensschild. What the fuck? Wie broken ist der Champion einfach? Ja, und das ist jetzt GG. Das war jetzt natürlich GG. Ich habe mich schon gedacht, ich habe mich irgendwie verguckt oder so. Aber nö. Der kriegt einfach ein 1000-Schaden-Schild oder so. Und wird einfach kurzzeitig unsterblich. What the fuck, Alter? Ist das neu? Wie krank broken ist das einfach? Die ist Level 4 gewesen. Und kann den Typen einfach unsterblich machen. Was ist das, Alter? So ein Scheiß, ey. Ich kriege ihn halt nicht. Okay, das ist Game Over. Das Game ist so done. Das Game ist so over einfach. Holy moly. Ja, kannst halt nichts machen. Kannst halt nichts machen. Also kannst wirklich nichts machen. Ich meine, der Champion erheilt sich halt einfach um 300. Ich meine, was will man da machen? Alle meine Fähigkeiten auf Cooldown. Ich kann nichts machen, außer ihn Auto-attacken. Und das ignoriert er einfach, weil er so eine kranke Heilung hat. So crazy einfach. Schaut euch das an, er ist einfach full life und war nicht mal back. What the fuck? Und Midland. Ja, moin. Oh. LMAO. Yo, der Dude ist halt einfach Level 10. Okay, vielleicht ist doch noch nicht vorbei. Vielleicht noch nicht. Aber wenn die Botlane jetzt nochmal feedet, dann schon. Kappa. Ah, weil die gegnerische Botlane tatsächlich die einzigen sind, die nicht gefeedet sind. Weil die im Farm gleich auf sind und unsere Botlane ja sogar einen Kill mehr hat. Hat er ernsthaft meine Kräuter gemacht, ey. Ich hasse Aatrox so sehr. Sind ein räudiger Champion. Ah, ne, hat er nicht gemacht, Leute. Geringer ist Botlane.
Wow. Das hätte man sich eigentlich denken können, ja. Natürlich. Vergessen, ehrlich gesagt, ich habe es schon wieder voll vergessen, dass Ringer sich unsichtbar machen kann. Das stand ja noch gar nicht zur Debatte. Ich hasse dich so sehr. Und es ist wieder Game Over. Wieder 5 Tode, ohne irgendwas zu machen. War ein ganz kurzes Comeback, aber nur ein ganz, ganz kurzes. Eigentlich war es schon so verdächtig, weil Heimerdinger hat mich gesehen und ist nicht weggegangen. Das war schon so komisch eigentlich. Hätte man sich eigentlich sofort aus dem Staub machen sollen. Ja, halt die Fresse. Der Typ denkt auch, er hat sich irgendwo illegal einen Account gekauft und jetzt denkt er, er ist es. Ich hasse solche Leute, Alter. Kaufen sich einen Account, dann werden sie nach 20 Games gebannt, weil sie so unglaublich toxisch sind. Dann kaufen sie sich den nächsten und denken halt, sie sind, keine Ahnung, irgendwelche Pro-Player oder so. What the fuck, einfach nur. Spielt halt den passivsten, leichtesten Champion im ganzen Spiel und macht hier einen auf dicke Hose, Alter. Sein Champion besteht literally daraus, dass du nicht spielst. Also, der Champion, du spielst nicht. Du musst nicht mal laufen, Alter. Und mach dir einen auf dicke Hose, das ist echt insane. Was sich manche Leute rausnehmen, ist schon geisteskrank. Können wir niemals töten, Alter. Der ist unsterblich, der Dude. Tja, aber wenn er keine Ultimate hat, kann man ihn vielleicht auch töten. Tatsächlich. Oh. Ach, das ist Heimerdinger hier, lol. Er ist immer noch da, tatsächlich. Scheiße. Lol. Aber der hat einen Red Buff gemacht. RIP. Okay. This is starting to look like something. Muss mir nur wissen, wo Rengar ist. No, das sind noch nicht resetten. Achso, er kann Ulti machen. Ja, er hat auch Ulti gemacht. Boah. Damn, ich hätte auch sofort geultet, aber ich war mir nicht sicher, ob sie in Range ist. Oh, shit, man. Alter, das gibt's ja nicht. Shit. Alright.
146, wow. One of my worst games ever. And he's dead. Is it? Oh! Tot. He's dead. Unser Vega ist gefeedet, wow. Damit hat aber wirklich niemand mehr gerechnet. Damn. Das war knapper, als ich dachte. Der hat safe mein Ding gemacht, oder? Ne. Alter, wie kann ich nicht treffen in dem Fall? Wow. Ich wusste nicht, dass ich da bin. Na ja, gut, doch, ich habe meine, never mind, ich habe meine Kuh gemacht. Natürlich wusste, dass ich da bin. Crazy. Aber wie kann es sein, dass Heimerdinger immer ignited? Er hat mich halt legit schon fünfmal ignited und ihn jetzt gerade angeblich auch. Wie? How is this even possible? Könnte sein, dass der Ringer das Vieh macht. Aber selbst wenn dem so ist, kann ich nichts dagegen tun. Aber er hat noch keinen Lifesteal, tatsächlich. Und I'm dead. Yo, Alter, was geht ab? Er slowt mich einfach um 90% und dann stunt er mich direkt am Anfang nach nochmal. Sehr cool. Sehr cool. Wow. Ich werde da die ganze Zeit ignited, Alter. Warum sind die alle Topside, mein Team? Na, so klar. Komm, stun ihn, stun ihn, stun ihn. Oh shit. Oh shit, I'm so dead. Oder auch nicht. Woher weiß man eigentlich... Ich hasse Ringer so sehr. Woher weiß man, wo er ist? Das ist so ein Schwachsinn, Alter. Also, ich meine, es kann ja nicht sein, der Typ war nicht mal in der Nähe von mir. Und ich krieg trotzdem dieses scheiß Symbol. Ich meine, das ist ja gut, damit man vorgewarnt wird. Aber im Endeffekt, sobald du das Symbol siehst und du bist nicht mehr full life, denkst du dir, oh scheiße, ich muss wegrennen. Ja, schön. Aber wenn er gar nicht in der Nähe ist, rennst du ja vollkommen umsonst weg. Where is Jin? I'm so dead. Er ist doch tot. Aber das war jetzt definitiv nicht mein Fehler. Entweder macht Jin keinen Damage oder ich meine, ich habe nicht drauf geachtet, was er gemacht hat, aber es war nicht viel. Natürlich changed natürlich der scheiß Dragon auf mich, das ist so ein Mist.
Uff, Triple Kill. Oh, er hat sich am Dragon geheilt. Hä? Was macht er? No way, what? No way. Dass der Dragonfight einfach immer noch läuft, what the hell? Das ist echt unglaublich. Einfach 3 Minuten um einen Drake gefightet und wir haben ihn sogar noch bekommen am Ende. What the hell? Ich bin zweimal gestorben, oder? Ja, nee. Nee, nur einmal, nur einmal. Das hat sich aber angefühlt, als wäre ich zweimal gestorben. Ach so, nee, einmal bin ich ja backgegangen, genau. Genau, stimmt. Einmal back, einmal gestorben und der Drake war einfach immer noch am Leben. Crazy. Einfach nur crazy. Hab's gerade legit nicht gecheckt, dass das der Gegner ist, ne? Das war so komisch. Was hat er hier gemacht? Das ist so random. Er gibt ja legit keinen Sinn, was hat er hier gemacht? Hoffentlich haben die den gesehen. Damn it. Auch wenn wir jetzt wahrscheinlich, oder selbst wenn wir das gewinnen, echt ein beschissenes Game. Toxic Botlane? Eigentlich nur Toxic Support, war eigentlich der Einzige, der geflamed hat. Die anderen haben ja legit eigentlich gar nichts geschrieben. Ja, never mind. Jhin habe ich auch gemutet. Aber ja. Kein schönes Team, sagen wir es einfach so. Wie meistens halt. Let me get that turret first. Ist da das Ding? Nope. Lol. Tja. Das ist der einzige Nachteil, Diana. Ich habe gerade gecheckt, dass meine Fähigkeit sowieso auf Cooldown ist, aber selbst wenn sie es nicht gewesen wäre, kannst du eh nicht drüber springen. Das ist das Nervige. Obwohl man ja theoretisch die Fähigkeit hatte, ist die Reichweite ja nicht groß genug. Andererseits, wenn die Reichweite so krass wäre, dann GG. Das wäre legit geisteskrank broken. Ich habe 3600 Gold. Damit sollte ich jetzt am besten diesen Rengar hier fighten. What the fuck? 5,1 Millionen Damage? Cringe. Ja, ich push jetzt einfach top. Push jetzt einfach top lane. Das sollte schon so passen. Bei Drake Soul gleich kommt, aber.
Da muss ich ja nicht unbedingt dabei sein, weil wenn wir mehrere Lanes pushen, ist es eigentlich egal, wer den Drake macht. Können die Gegner eigentlich kaum contesten, meine ich, wenn wir mehrere Lanes pushen. Oh. Alle Gegner in Mitte? Die sind alle beim Drake bis auf Rengar. Tja, ich sag ja, sie hätten es eigentlich nicht contesten können. Also wenn wir noch eine zweite Lane gepusht hätten, dann hätten wir jetzt wahrscheinlich finishen können. Also hätte uns unser Team die aufhalten müssen. Aber das passt schon so. Selbst wenn die jetzt einen Ocean Drake bekommen hätten, wäre nicht so schlimm gewesen. Drei Leute top von denen. Yo, ihr seid zu viert und die Gegner zu dritt und ihr habt Baron. Oder haben die noch Baron? Oh ne, ihr habt keinen Baron. Oder hatte der Typ keinen Baron? Ne, ihr habt keinen Baron mehr. Ich verstehe nicht, warum die nicht einfach pushen. Ich verstehe es nicht. Normalerweise bin immer ich der, der als letzter anfängt zu pushen. Oder relativ spät. Oje. Was nicht? Oh, damn. Oh boy. Das ist echt cringe, das Game. Vor allem, es könnte jetzt schon lange vorbei sein, gefühlt. Aber irgendwie kriegen es die nicht geschissen in der Mitte, gescheit rein zu pushen. Weil immer einer von denen stirbt. Und das, obwohl sie gerade sogar die Überzahl hatten, also. Daran liegt es eigentlich nicht unbedingt. Wieso geht da jetzt Botlane? Botlane sind keine Minions. Ja, die wollen echt noch einen Baron machen, das gibt's ja gar nicht. Okay. Die haben unsere ganzen Superminions Toplane gekillt. Na gut, dann Baron. Damn, der Ringer hat 13 Tode, holy moly. Ach, da wäre das Ding gewesen, RIP. Aber egal.
Oh, wir müssen aber aufpassen. Heimerdinger macht schon so viel Damage. Ah, okay, ist eh Game Over. Lol. Warum geht der back? Are you kidding me? Er hat nicht mehr TP. Wird kein Mal Sonjas benutzt im Game. Ja, war aber trotzdem kein schönes Game, Alter. Einfach eine ultra ätzende Atmosphäre durch diese dämliche Yumi. Und ich habe scheiße gespielt. Das war eigentlich das Hauptsächliche, warum es schlecht war. Oh, ich hasse Early Game gegen so Champions. Also ich meine, gegen Aatrox ist immer ätzend. Aber man hat es gesehen. Obwohl der Typ gar nicht mal gefeedet war, der Aatrox, war er trotzdem ein Riesenproblem. Mit Abstand der stärkste von den Gegnern. Er hatte 4-8-5. Gut, sein Farm war ziemlich gut und vor allem am Anfang hatte er ein relativ hohes Level auch. Aber das war einfach, es ist einfach nur der Champion. Es ist halt literally nur der Champion. Es ist nicht der Spieler, der ihn spielt, es ist nur der Champion. Das ist halt insane. Das ist wirklich krank. Das ist keine Ahnung. Aber gut, gegen unser Team war das natürlich echt nicht schlecht wahrscheinlich. Wir hatten 4 Mages und ein AD. Vielleicht war es da perfekt, weil er hat ja auch doppelt Magierüstung, Magieresistenz gekauft. War wahrscheinlich einfach der perfekte. Perfektes Bild mit einem guten Champion in unser Trash-Ass-Team. Ja, gut. Danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten. Würde mich selber ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.